Willkommen auf dem Smart Lights Kanal. Das ist die Philips Migration Lampe, zumindest ein Modell davon. Die Double Dome in der Größe L liegt preislich bei 100 oder 274 Euro ungefähr, je nachdem, welche Variante man wählt. Und die Besonderheit bei Philips Migration ist einfach die, dass sie aus dem 3D-Drucker hergestellt sind. Bedeutet, ihr könnt auf Philips Migration eure Lampe selbst kreieren, den Migration. Und könnt dann selbst festlegen, wie die Außenhülle sein soll, welche Struktur die Lampe haben soll, wie es innen drin aussehen soll. Dann könnt ihr auch noch selbst Leuchtmittel dazu bestellen. Also ihr seid wirklich frei in der Gestaltung. Und das ist halt auch die Besonderheit aus dem 3D-Drucker. Denn 3D-Drucker kennt ihr ja sicherlich schon. Die verschiedenen Möglichkeiten habe ich euch ja schon mal auf dem Blog vorgestellt. Zum Beispiel aus der Serie Philips Hue Bridge Halterung. Dort hatte ich eine Halterung gebaut, wo man die Bridge dann an der Wand festbringen, anbringen konnte, oder den Philips Hue Dimmschalter. Also ihr habt über 3D-Druck sehr viele Möglichkeiten, und das hat jetzt Philips sich genutzt und gesagt, wir möchten das jetzt den Kunden anbieten, dass sie ihre eigene Lampe kreieren können, so verschiedene Variationen reinbringen. Und das ist jetzt, wie gesagt, meine Variante, die ich ausgesucht habe, ist jetzt die Größe L. Gibt es auch noch eine Größe, eine Nummer kleiner in M. Ist also jetzt das hier das größte Modell. Ist auch in Anführungsstrichen das teuerste, denn die Außenseite ist andersfarbig als die Innenseite. Das zeige ich euch gleich. Und deswegen ist es da so ein kleiner Preissprung drin. Es gibt die Serie auch noch als Einzelhülle, bedeutet, dass Innen und Außen alles gleich ist. Die liegt dann bei ungefähr 100 Euro. Die startet jetzt bei 140. Und dann gibt es auch noch eine Tischlampe, die startet bei 44,99. Ja, ich habe mich jetzt hier für wellig fein außen entschieden. In Metallic Blau, innen drin, wenn ich es mal drehe, ich hoffe, man sieht das, horizontal fein, das heißt, die Striche gehen horizontal, gerade, und außen gehen sie so ein bisschen nach unten weg. Das Design hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, außen Metallic Blau, innen drin habe ich Gold genommen. Und wenn man jetzt so mal ein bisschen guckt, sieht man, dass also man sieht die Struktur des 3D-Druckers. Natürlich werden Sie jetzt keinen 100 € 3D-Drucker bei Philips nutzen, sondern wohl schon die Premium-Variante, die sehr fein drucken kann. Deswegen sieht man an manchen Stellen auch nur so einen kleinen Übergang. Ich denke, wenn man sich das Teil jetzt zu Hause drucken würde, würde es erstens nicht so schnell gehen und man würde wahrscheinlich auch noch viel mehr Übergänge sehen und Unterbrechungen. Das ist natürlich jetzt hier nicht der Fall. Die Lampe ist aus einem Stück gedruckt, also Innenleben ist einzeln gedruckt und außen die Hülle ist einzeln gedruckt und hinterher wird das dann wohl so zusammengesteckt. In der Mitte kommt dann noch eine E27-Fassung rein und man kann sich, wenn man möchte, ich habe jetzt hier passenderweise ein Philips Hue-Leuchtmittel dazu bestellt, White Ambience and Color Leuchtmittel, ja, das habe ich jetzt noch mit dazu bestellt und das dann halt komplett machen. Ich finde diese Struktur relativ gut. Wie gesagt, das ist halt immer nach Wünschen, kann man sich das frei konfigurieren. Ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal zusammen an. Also ihr könnt jetzt, das ist jetzt die Startseite von Philips Migration. Und jetzt könntet ihr oben sagen auf Jetzt starten. Und dann habt ihr die Auswahl zwischen Pendelleuchten und Tischleuchten. Und wenn ihr auf Pendelleuchten geht, könnt ihr jetzt sagen Originalserie, die Quartzserie ist die Tischlampe und die Double-Serie, also Doppelkuppel. Wir machen jetzt einfach mal die Doppelkuppel-Serie. Dann habt ihr hier das Modell. Und hier könnt ihr dann sagen, wir möchten jetzt zum Beispiel eine längliche Form, eine spitzere Form. Ihr seht unten auch gleich die Preise. Könnt ihr also so jetzt ganz normal schon mal festlegen, was ihr haben wollt. Ich gucke mal, ob ich die jetzt hier so nachgebaut kriege, die ich jetzt auf dem Tisch habe. Also das ist die Double Dome L. Die äußere Seite, vertikal fein ist es auch nicht. Vertikal rau auch nicht. Wellig rau müsste das eigentlich sein. Ne, hier gibt es noch mehr. Wellig elegant, wellig fein. Das habe ich ja ausgewählt. Wellig fein. Man sieht es jetzt auf dem Produktbild auch, dass es so ein bisschen runter geht. Und die Farbe. Also man kann auch jetzt hier auch eine transparente Farbe auswählen, transparentes Kunststoff auswählen. Aber ich habe mich für Metallic Blau entschieden. Also die Farben kosten immer so ein bisschen Aufpreis. Machen wir so. Innenverkleidung hatte ich ja horizontal fein ausgewählt. Bedeutet, die Linien gehen wirklich einmal so innen drin horizontal lang und auch Gold. Und wenn man jetzt mal guckt,
Was ich ganz gut finde, ist, dass man die Lampe jetzt auch schon im fertigen Zustand sehen kann, wie sie aussieht. Das ist jetzt hier genau die Struktur, wie ich sie ausgewählt habe. Wenn ich jetzt nochmal die Lampe anhebe, sieht man es innen drin Gold, horizontal fein, außen wellig fein, nach unten weglaufend. Finde ich halt relativ gut, mir sehr gut gefallen. Man könnte natürlich jetzt hier auch noch sagen, möchte Metallic Rot nehmen, Metallic Grün. Also ich habe wirklich, man sieht, ich könnte die Lampe auch immer wieder komplett frei umgestalten, so wie ich es gerne haben möchte. Wellig fein. Also ich mache jetzt erstmal die Lampe hier weiter. So, Metallic Blau. Ne, Gold innen drin, außen Metallic Blau, fertig. Jetzt kann ich sagen, was möchte ich für eine Kabelabdeckung haben. Das ist oben, was den Kabelanschluss verdeckt. Ich habe jetzt hier auch Metallic Blau ausgewählt. Mache jetzt einfach auch mal. Und dann kann man sich natürlich noch ein Leuchtmittel dazu aussuchen. Da Philips ja von Signify auch eine Marke ist und sie Philips Hue Leuchtmittel anbieten, bietet es sich natürlich an, dann hier auch gleich ein Philips Hue Leuchtmittel reinzumachen. Ist aber kein Muss, kann man nur machen. Enter. Oder weiter. Jetzt die Kabelfarbe habe ich weiß gelassen, ganz normal. Und jetzt gehen wir mal auf in den Warenkorb. Hier sieht man 274,99. Das ist also der Preis für diese Lampe. Und wenn man jetzt nochmal auf Weiter einkaufen geht, gehen wir wieder auf die Startseite zurück. Und jetzt könnte man zum Beispiel hier auch fertige Kreationen angucken. Das ist jetzt Kreation von Philips selbst hergestellt. Und diese lassen sich dann auch selbst nochmal komplett frei anpassen. Das heißt, es sind alles nur Vorschläge. Wenn man jetzt hier mal guckt, zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal, na, wir gucken noch einmal weiter. Die für 44,99. Ich könnte die jetzt so direkt bestellen, wie sie aussieht. Sieht man nochmal die Maße. Aber ich kann natürlich auch sagen, ich möchte jetzt das alles ein bisschen anders haben. Also ihr habt wirklich die freie Entscheidung, was ihr machen wollt. Mal vertikal fein und dann nehmen wir mal hier, wir nehmen mal Metallic Silber. Dann auch weiter. Und dann könnt ihr natürlich noch sagen, was schwarz unten den Fuß haben, also den Standfuß schwarz. Und so kann man seine Lampe halt wirklich individuell anpassen und einstellen. Jetzt auch in dem Warenkorb und dann gucken wir noch mal bei den Pendelleuchten. So kann man sich natürlich auch eine Pendelleuchte selbst. Das heißt, es gibt ja auch viele Leute, die vielleicht keine Idee haben, wie die Lampe aussehen könnte. Dann holt man sich einfach hier eine Inspiration und sagt, ja, vielleicht möchte ich die Kabelfarbe doch in Schwarz haben. Und dann kann ich die Kabelfarbe halt auch noch in Schwarz auswählen. Also ihr seht, es ist wirklich selbst auf dem Handy funktioniert das relativ gut, so wie ich das gerade mache. Am PC habt ihr natürlich dann nochmal, oder am Laptop oder Tablet habt ihr natürlich dann nochmal eine bessere Übersicht über die ganzen Produkte. Könnt das dann individueller und einfacher gestalten. Aber auch am Handy funktioniert der ganze Konfigurator relativ gut, muss ich sagen. Da habe ich dann schon auch schon deutlich schlechtere Sachen gesehen, die eigentlich nicht so aufwendig sind, aber dann trotzdem deutlich schlechter sind. Ja, ich würde sagen, ich schließe die Lampe jetzt nochmal an, damit wir das, die Lampe nochmal im eingeschalteten Zustand sehen, wie das Licht sich da drin verhält. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal an. Ja, ich habe die Lampe jetzt mal angeschlossen an den Strom. Und jetzt habe ich unten einfach mal eine Philips Hue Weitfilamentlampe reingedreht. Ich hoffe, man sieht das. Und jetzt sieht man auch diese Struktur vielleicht noch ein bisschen besser, dass das horizontal fein ist, dass da so leichte Abstufungen drin sind. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch dann frei nach euren Wünschen anpassen, was ihr haben möchtet. Und das ist jetzt halt, wie gesagt, eine Philips Hue Weitfilamentlampe, die sich auch über das Handy steuern lässt. Ihr könnt natürlich auch ein ganz normal ein eigenes Leuchtmittel reindrehen. Wichtig ist halt, dass es ein E27 Leuchtmittel ist. Und so würde sie jetzt an der Decke hängen. Wenn ich das mal so hochhalte, Licht kommt gut raus, also wird nicht verschluckt da drin. Vielleicht auch wegen dem Goldton. Wenn man es jetzt so an die Decke hängt, denke ich mal, dass man dort eine richtig schicke Pendellampe hat. Also ich bin wirklich ja, begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Struktur so fein ist, dass man halt hier
deutliche Abstufungen sieht, von wegen, dass das Filament irgendwie gerissen ist oder nicht richtig gedruckt hat. Aber von der Qualität sehe ich ja, ich muss sagen, keinen Makel drauf, keine Unterbrechungen. Das kenne ich halt vom 3D-Drucker hier noch ganz anders. Wenn man dort dann halt eine Halterung gedruckt hat für Philips Hue Bridge zum Beispiel, hat man dann halt oft schon Abstufungen gesehen oder dass das Filament nicht richtig nachgekommen ist, nachgelaufen ist. Das ist jetzt hier wirklich nicht der Fall gewesen. Die Lieferzeit liegt bei 2 bis 3 Wochen. Bei mir hat es allerdings etwas länger gedauert. Warum das der Fall war, weiß ich nicht. Da möchte Philips selbst nochmal nachschauen, woran das liegt. Aber wie gesagt, die Wartezeit hat sich jetzt in dem Fall gelohnt. Vielleicht preislich ist es zwar sehr aufwendig, deswegen sind die 274 € für das Modell ja auch gerechtfertigt. Natürlich erstmal eine Stange Geld, keine Frage. Aber ich denke, wer sich mit solchen Lampen beschäftigt und weiß, was es kostet, 3D-Drucken zu lassen, auch bei anderen Anbietern, man kann sich ja Sachen mittlerweile auch selbst drucken lassen, weiß, wenn man sich sowas drucken lässt, dass man dort dann auch schon bestimmt bei 150 € liegt. Wie gesagt, das ist ja auch zweistufig, zwei unterschiedliche Formen bedeutet, man musste also auch zwei Drucker einspannen, denke ich mal, damit das auch relativ schnell geht. Und das ist halt, wie gesagt, das Endergebnis. Falls ihr dazu Fragen habt, gerne die Kommentare. Ich werde euch dann in einem nächsten Video nochmal die Tischlampe separat vorstellen. Wenn ich das jetzt auch noch vorstellen würde, würde das Video wahrscheinlich viel zu lang gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und falls ihr Lust auf die Lampe habt und selbst euch eine kreieren wollt, nutzt gerne auch den Link in der Infobox. Dort kommt ihr dann zu den verschiedenen Modellen hin. Könnt das dann selbst auch konfigurieren und anpassen. Klickt euch ruhig mal so ein bisschen durch und dann sehen wir uns natürlich auch bei dem nächsten Video. Macht's gut!